Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Grill mein Rezept und meiner Variation des Odenwälder Kochkäsburger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Gude! Kennt ihr eigentlich die Sendung Sing My Song auf Vox? Da haben sich so Sänger zusammengetan in einer Gruppe und singen immer die Lieblingssongs von einem anderen Sänger. Meine Freunde von der deutschen Barbecue-Szene und ich, wir haben uns überlegt, das machen wir auch nur mit einem Grillrezept. Und so habe ich mir vom Daniel von Red Style Cooking den Odenwälder Kochkäsburger ausgesucht und den grillen wir heute nach. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir starten einfach mal mit 250 Gramm Quark und einem Teelöffel Natron. Und das verrühren wir jetzt miteinander und dann wandert diese Schüssel für 2 Stunden in den Kühlschrank. Kann ich mal die Zwiebel rübergeben? Ich muss euch jetzt mal ein Geheimnis erzählen. Ich finde die Videos von Daniel und das Hessische so cool, weil ich bin selber zu 50% auch Hesse. Ja, ich tue immer so, als wäre ich Rheinländer, aber eigentlich bin ich 50% Hesse. So, und wenn ich da nicht aufpasse, dann babble ich auch hessisch. Das geht schneller, als ihr gucken könnt. So, sei es drum. Wir haben jetzt hier Zwiebeln und diese Zwiebeln schneiden wir in Scheiben und die machen wir gleich in einer Vinaigrette an. Das ist dann Zwiebeln mit Musik, wenn man so will. Und Musik beschreibt in der Regel in der Küche etwas, was in einer Vinaigrette angemacht ist. So, und jetzt für die Vinaigrette benötigen wir einen ordentlichen Schuss Weißwein, Weißweinessig und dann kann man jetzt Salz und Pfeffer nehmen oder man nimmt einfach Jack and Smoke. Das ist ja eine Mischung aus Rauchsalz, Whiskypfeffer und rosa Beeren. Das passt hier wunderbar. Das geben wir jetzt erstmal in unsere Weißwein-Essiglösung und verrühren das einmal ordentlich mit einem Schneebesen. Und wenn wir dann so angefangen haben, das zu verrühren, dann gießen wir peu à peu mit einem dünnen Strahl etwas Olivenöl mit in unsere Vinaigrette. Das muss man machen, dann emulgiert das Ganze, also es bildet eine Emulsion und so verbindet sich das Öl mit den restlichen Zutaten der Vinaigrette. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben gibt es immer unten. Natürlich verlinke ich euch auch am Ende das Originalvideo vom Daniel. Da ist übrigens auch der Klaus mit dabei. Das ist eine sehr sehenswerte Folge, nicht nur wegen dem Rezept. So, und während ich hier so rühre, das dauert schon ziemlich lange, ne? Naja, egal, sei es drum. Wir verrühren jetzt hier unsere Vinaigrette und wenn wir dann soweit sind, dann geben wir unsere frisch geschnittenen Zwiebelringe in die Vinaigrette. Das kann man natürlich noch eben kurz probieren, ob das Mischungsverhältnis okay ist und notfalls nochmal nachjustieren. Aber das passt schon so. Zwiebeln rein und ab in den Kühlschrank auch nochmal eine gute Stunde ziehen lassen. Im nächsten Schritt benötigen wir dann einen Kochtopf mit einem Sauerländer Butterflöckchen und 200 Millilitern frischer Sahne. Das stellen wir jetzt auf unseren Herd und lassen das einmal schmelzen, damit es sich leicht verbunden hat. Und in der Zwischenzeit würfeln wir etwas Harzer Roller oder Handkäse. Das ist quasi das, was dem Kochkäse am Ende das Aroma gibt. Und weil das wieder unendlich lange dauert hier mit dem Schneiden von diesem Handkäse, habe ich gedacht, ich erzähle euch einen Witz. Wollt ihr den hören? Schön! Kommt ein Mann zum Arzt und fragt, Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Ja, wenn sie die Wanne voll kriegen. Na gut, lassen wir das. Daniels Witze sind natürlich um Längen besser als meine. So, und während ich jetzt hier den Harzer Roller so gewürfelt habe, schieben wir das dann beiseite und warten im Prinzip darauf, dass unsere Mischung aus Butter und Sahne miteinander geschmolzen ist. Im nächsten Schritt benötigen wir noch Hackfleisch. Das ergibt jetzt ein Patty, das sind so gut und gerne 180 Gramm. Die würze ich jetzt mit Salz und Pfeffer. Wieder hier an der Stelle Jack and Smoke. Wie gesagt, geht aber auch mit allen anderen Mischungen. Der Daniel hat es an dieser Stelle mit Barbecue Rub vermischt. Das kann man natürlich genauso machen. Ich fand jetzt hier die Idee eher
basismäßig, so puristisch mit Salz und Pfeffer ranzugehen. Ein Ticken cooler würde ich nicht sagen, aber halt einfach etwas anders. Es geht ja auch bei diesen Grill meinen Rezeptideen ein bisschen darum, seine eigene Note reinzubringen und nicht alles nur hundertprozentig nachzumachen. Hier in dem Fall mische ich jetzt das Ganze und dann forme ich hier draus ein Patty. Und das habe ich jetzt mal ein bisschen beschleunigt. Wenn wir das dann so durchhaben, dann ist das hier unser Patty und das wird schon ein ganz ordentlicher Burger, aber viel hilft viel an der Stelle. So. Das ist jetzt soweit und dann können wir das auch gleich auf den Grill hauen. Das Patty grillen wir jetzt ein paar Minuten von jeder Seite. Wie immer habe ich das mal eben kurz etwas vorgedreht, um einmal so zu sehen, wie schön es sich verformt. Dann drehen wir es einmal um und danach geben wir es in die indirekte Hitze oben auf den Warmhalterost. Und in der Zwischenzeit, wo das dann auf diesem Warmhalterost nochmal fertig gart, rösten wir auch noch eben unsere Burgerbrötchen an. So, Schlussspurt. Das hier ist der Quark, der mittlerweile mit dem Natron reagiert hat, sage ich mal. Und das hier ist die im Butter und Sahne geschmolzene Masse. Und jetzt geben wir eigentlich ganz einfach die Quarkmasse und unseren gewürfelten Harzer Roller, die 200 Gramm, in diesen Topf zu der Mischung aus Sahne und Butter. Und dann lassen wir das Ganze bei niedriger Hitze einmal so lange vor sich hin köcheln, bis sich Käse und Quark so aufgelöst haben, dass es eine homogene Masse ergibt. So, und wenn das erfolgt ist, dann können wir unseren Kochkäse-Burger zusammenbauen. Das hier ist jetzt unser angeröstetes Brioche. Jetzt eine nächste kleine Variante in meinem Rezept. Ich persönlich stehe total auf die Kombination im Geschmack von Harzer Roller und Senf. Deshalb auch wieder auf diesen Burger einen Teelöffel Senf. Dann etwas Salat. Das hier ist Lolo Bionda. Ihr könnt aber auch jeden anderen Salat nehmen. Dann einmal unser gegrilltes Patty. Und jetzt etwas von dem Kochkäse. Jetzt muss man sagen, der ist noch sehr warm. Also wenn man noch einen Tick wartet und den abkühlen lässt, dann wird er von der Konsistenz her noch ein bisschen fester. Am Ende macht das aber nichts, ne? Also das wird schon, ist schon sehr lecker so. Jetzt gibt es noch die Zwiebeln, die angemachten Zwiebeln mit dazu. Last but not least etwas geräuchertes Paprikapulver und dann ist er auch schon fertig. Die 0815 Barbecue Interpretation vom Odenwälder Kochkäsburger. Schaut euch auf jeden Fall auch das Original an. Wer jetzt noch mehr von dieser Soße vertragen kann, der macht das einfach so wie ich hier. Der nimmt einfach den Burger und tunkt ihn hier einmal noch ordentlich ein. Und zack, fertig ist der unglaublich leckere Burger vom Daniel. Schaut euch das andere Video an. Guckt auf jeden Fall auch unter dem Hashtag Grill mein Rezept die Videos der anderen an. Das ist wirklich sehr schön anzugucken, wie viel Spaß das macht, Videos von anderen YouTube-Grillern nachzugrillen. Teilen, liken, kommentieren immer gern gesehen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal von Daniel und auch meinen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.